Guten Mittag, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zum Thema Regulierung sozialer Medien. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und ich freue mich, heute unsere Expertinnen und unsere zwei Experten hier willkommen heißen zu dürfen, die ich gleich noch einzeln vorstelle. Dass soziale Medien reguliert werden müssen, ist ja schon seit längerer Zeit ein Thema, nicht erst seit den aktuellen Skandalen um Facebook. Man hört schon länger, dass soziale Medien, vor allem die großen, zu viel Einfluss haben. Die jüngsten Enthüllungen von der Whistleblowerin Frances Haugen und die Berichterstattung des Wall Street Journals haben natürlich jetzt insbesondere Facebook in den Mittelpunkt gerückt. Aber generell interessieren uns die sozialen Medien generell, insbesondere die größeren natürlich. Was jetzt wirklich aber die großen Probleme sind, was wissenschaftlich zweifelsfrei über die Wirkung und den Einfluss von sozialen Medien zu sagen ist und wie man am besten regulieren sollte, das ist zum Teil unklar. Und die Fragen und andere von Ihnen möchten wir heute eben mit den Fachleuten hier besprechen. Bevor ich zum Vorstellen komme, noch einmal kurz der Hinweis an Sie da draußen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die direkt jetzt auch schon über das Frage- und Antwortmodul von Zoom stellen. So sehen es dann Ihre Kolleginnen und Kollegen auch. Es gibt weniger Doppelungen und die Fragen können auch aufeinander aufbauen. Also bitte die F&A-Funktion nutzen und nicht den Chat. Ja, jetzt aber zu den Fachleuten. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich stelle Sie jetzt vor und fange an mit Professor Dr. Axel Bruns. Er ist Professor für Medien- und Kommunikationsforschung am Digital Media Research Center an der Queensland University of Technology in Brisbane, Australien. Herr Bruns, wie beurteilen Sie denn die sozialen Medien und ihre Rolle im öffentlichen Informationskreislauf? Und welche Probleme können sich auch aus dieser Rolle ergeben? Ja, erstmal guten Abend aus Australien, guten Morgen nach Deutschland. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte eigentlich anfangs erstmal ansprechen, dass natürlich die Regulierung der sozialen Medien selbst immer nur ein Teil der Lösungsansätze sein kann. Denn also vieles, was auf den sozialen Medien natürlich passiert, zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen, erreicht meist erst durch das Zusammenspiel von sozialen und Massenmedien wirkliche Reichweite, weil eben auch kontroverse Statements von Politikern, Prominenten, anderen Akteuren der Öffentlichkeit dann in den sozialen Medien und besonders auch in den Boulevardmedien weiterverbreitet und recht unkritisch diskutiert werden. Das übrigens untergräbt auch diese Idee von Echokammern, von Filterblasen, weil natürlich derart hermetisch abgeschlossene Gruppen mit der Verbreitung von problematischen Inhalten in der öffentlichen Debatte sehr viel größere Probleme hätten als stark verknüpfte Netzwerke. Daher müssen wir uns auch ganz besonders um die individuellen und institutionellen Akteure kümmern, die in den sozialen Medien eine große Reichweite haben und deren problematische Inhalte auch oft von den Massenmedien aufgegriffen werden und hier weitere algorithmische wie auch kommunikative Ansätze finden müssen, um solchen Aktivitäten zu begegnen. Dabei aber ist dann die Rolle und die Regulierung der sozialen Medien doch wieder recht wichtig, weil eben die Inhalte von solchen reichweitenstarken Akteuren zum Beispiel auf den Plattformen recht ungern mit Warnungen versehen oder entfernt werden. Das ist natürlich ganz besonders dadurch bedingt, dass Firmen wie Facebook mehr und mehr auf Verhaltensmuster setzen, die ihre Plattformen sticky machen, also klebrig im Prinzip, um die Nutzer länger auf der Plattform zu halten, was nach dem aktuellen Stand der Insider-Informationen, die haben Sie schon angesprochen, wohl besonders kontroverse und aggressive Inhalte bevorzugt. So eben zum Beispiel die Berichterstattung im Wall Street Journal zu den Facebook-Files. Ganz besonders aber für uns Forscher und andere unabhängige Beobachter wird es immer schwerer, diese Maßnahmen und ihre Ausmaße, ihre Konsequenzen auch wirklich einzuschätzen, weil die Plattformen aus Angst vor negativer Presse meist nur sehr beschränkte und sehr unvollständige Datensätze bereitstellen, weil sie existierende Datenservices, wie zum Beispiel die Facebook-Plattform CrowdTangle, mehr und mehr in Frage stellen, weil sie den Datenzugriff selbst für vollständig von den zuständigen Ethikräten abgesegnete Projekte verwehren oder sogar bestimmte kritische Forscher gezielt von der Teilnahme ausschließen. Da haben wir auch über die letzten paar Wochen wieder einige sehr problematische Beispiele gesehen. Das gilt übrigens ganz allgemein auch für Projekte, die versuchen, die Aktivitäten der großen Plattformen zu begleiten. Ihre Angaben zu plattforminternen Aktionen gegen Probleme wie Falschinformationen, Diskriminierung oder Extremismus zu überprüfen und sie so zu mehr Transparenz zu bewegen. Auch das haben wir gerade erst wieder gesehen bei den Strafaktionen von Facebook und man muss es wirklich so nennen, gegen die Forscher vom Ad Observatory an der New York University, die deren Accounts auf Facebook gesperrt wurden, nicht nur dieses Ad Observatory, sondern eben auch andere Aktionen, andere Aktivitäten, andere Forschungsaktivitäten integriert.
Und da ganz besonders, denke ich, sind eben auch die Gesetzgeber gefordert, die einen solchen Forschungszugriff besonders für Projekte im öffentlichen Interesse zu gewährleisten haben. Das ist auch gerade wieder auf der europäischen Ebene gefordert worden von der gemeinnützigen deutschen Watchdog-Organisation Algorithm Watch. Da denke ich, also gibt es ganz besonders viel zu tun, dass wir diese Plattform auch wirklich transparent halten können und ihre Angaben und ihre Behauptungen auch wirklich überprüfen können. Und damit lasse ich es vielleicht erstmal mit dem einlaufenden Statement. Vielen Dank, Herr Bruns. Dann machen wir auch direkt weiter mit unserer Expertin, Professor Dr. Nicole Krämer. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Sozialpsychologie, Medien und Kommunikation an der Universität Duisburg-Essen. Frau Krämer, was weiß denn die Wissenschaft eigentlich zu den psychologischen Auswirkungen von sozialen Medien? Und wie beurteilen Sie auch die Aussagen zur Wirkung von Instagram auf Teenagerinnen, die ja in letzter Zeit viel Thema waren? Ja, ich möchte zuerst einmal generell auf die aus psychologischer Sicht möglichen Wirkungen dieser Social-Media-Plattformen eingehen. Und da sind natürlich die meistgenutzten tatsächlich Facebook, Instagram. Das heißt, die psychologische Forschung bezieht sich auch hauptsächlich auf diese Plattformen. Generell lässt sich aus psychologischer Sicht feststellen, dass sowohl Licht wie auch Schatten in der Forschung gesehen wird. Bezogen auf das Licht zeigt sich tatsächlich das, was ja letztlich die Plattformen auch behaupten, dass es soziale Verbindungen stärken kann, dass wir uns durch die Plattformen besser vernetzen können mit anderen Personen. Das können wir auch in der psychologischen Forschung dazu sehen. Das sehen wir sowohl in Bezug auf Unterstützung als auch das generelle Gefühl, eingebunden zu sein. Wir haben zum Beispiel in einer eigenen Studie zeigen können, dass insbesondere Leute, die sich vielleicht im täglichen Leben manchmal nicht so gut sozial eingebunden fühlen, ein höheres Wohlbefinden entwickeln, wenn sie sehen, da draußen sind ja Menschen, die ich kenne, da hat jemand sich einen Hund gekauft, in Berlin lebt jetzt jemand, der hat die Wohnung gewechselt. Das gibt uns das Gefühl, wir gehören dazu. Und da braucht es gar nicht viel Interaktion und Kommunikation, sondern wir sehen, wir gehören zu anderen Menschen. Und tatsächlich gibt es auch viel Forschung, die zeigt, es gibt auch Support. Also wir nehmen wahr, andere sprechen uns zu, wenn es uns mal nicht so gut geht, etc. Dazu gibt es Befunde. Es ist schwierig festzustellen, was jetzt überwiegt, eher positive oder negative Aspekte. Also gerade haben einige Forschende sogenannte Meta-Analysen gemacht zu Wellbeing, also dem Wohlbefinden, was daraus entsteht. Und das gibt immer so ein gemischtes Bild. Also einige Studien zeigen erhöhtes Wohlbefinden, andere zeigen es nicht so stark. Aber ganz generell gibt es Studien, die belegen, dass Wohlbefinden steigt durch diese Einbindung, die wir durch die Netzwerke haben. Ganz aktuell haben wir in der Corona-Krise eine Studie gemacht, die nochmal sehr deutlich gezeigt hat, dass vor allen Dingen Messenger, also WhatsApp, war das, was die Leute am besten miteinander verbunden hat. Also Videokonferenzen waren viel zu aufwendig, viel zu geplant. Man hat sich eher weniger abends mal eine Stunde auf Zoom zusammengeschaltet. Die kleinen Nachrichten hin und her, mal das kleine Witzchen, das war viel stärkerer Support und hat den Leuten viel mehr geholfen. Also da lässt sich sicherlich Licht feststellen im Sinne der Verbindung, die auch schon alleine WhatsApp den Menschen bedeutet. Auf der Schattenseite sind natürlich die viel beschriebenen, viel beforschten Aspekte, Hate Speech, Falschinformationen zu nennen, wo es ja tatsächlich auch schon Regulierungen gibt seit einigen Jahren. Da haben wir auch schon vor einigen Jahren, als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland aufkam, gemeinsam mit Kollegen aus dem Bereich der Rechtswissenschaften Policy Paper verfasst, in denen wir deutlich dargestellt haben, warum das aus psychologischer Sicht auch so wichtig ist, da eine Möglichkeit zu finden, Falschnachrichten oder Hate Speech eben auf diesem Wege schnell aus dem Internet entfernen zu lassen. Unsere einzige Kritik war, es geht nicht schnell genug. Also so eine Nachricht schadet eben auch schon, wenn sie ein paar Stunden im Internet steht. Und in Bezug auf das eben angesprochene Thema Instagram und junge Mädchen,
haben wir auch schon 2011 eine Studie vorgelegt, die zeigt, dass der soziale Vergleich, damals natürlich noch nicht mit Instagram, sondern auf Facebook, eine sehr große Rolle spielt. Also es ist bekannt, dass man sich mit allen Menschen im Umfeld vergleicht. Und wenn das Umfeld erweitert wird durch diese Plattform, dass wir plötzlich Zugriff auf hunderttausende junge Mädchen, die sich attraktiv darstellen, haben, dann ist das die Vergleichsgruppe, die relevant wird. Und das ist anders als früher im Dorf, wo es eine Dorfschönheit gab. Hier gibt es nur noch Dorfschönheiten, und zwar in der Anzahl von Hunderttausenden. Das kann natürlich dramatische Folgen haben, wie man aus der Psychologie weiß, hat es aber nicht auf jeden dramatische Folgen. Da gibt es, und das ist lange untersucht, seit Jahrzehnten untersucht, dass es da Drittvariablen gibt, die Einfluss nehmen darauf, ob jemand wirklich leidet und zum Beispiel selber Essstörungen entwickelt, wenn man nur schlanke, attraktive Menschen um sich herum wahrnimmt, oder ob das nicht passiert. Und da sind die wichtigen Variablen eben der bereits bestehende Selbstwert. Das wird sich nicht geändert haben durch die höhere Verfügbarkeit solcher Bilder. Und die Forschung dazu ist allerdings, muss ich sagen, die Forschung, die jetzt präsentiert wird, sowohl von Facebook als auch von den Gegnern von Facebook, auf einem etwas seltsamen Niveau, weil sie sehr stark abweicht von dem, was in der Psychologie eigentlich seit Jahrzehnten gemacht wird dazu. Denn hier wird einfach nur gefragt, fühlt ihr euch besser oder schlechter, wenn ihr Instagram-Bilder seht? Und das ist eine ganz, ganz seltsame Art und Weise, mit der man nichts darüber herausfinden kann, wie die Wirkungen tatsächlich sind. Dafür muss man kontrollierte experimentalpsychologische Studien machen, die teilweise auch schon gemacht wurden, die aber jetzt wenige Forscher zu Instagram machen, weil eigentlich gut bekannt ist, wie die Mechanismen sind, nämlich dass es bestimmte Schutzmechanismen gibt, wie guter Selbstwert, dann machen einem diese ganzen Bilder eigentlich nichts und verändern nicht die Art und Weise, wie man jetzt ist. Aber diese Forschung wird eigentlich kaum aufgenommen in der aktuellen Diskussion, sondern es wird sehr stark fokussiert auf diese Befragung, fühle ich mich schlecht nach Instagram-Betrachtung oder nicht? Und das ist natürlich extrem stark auch von der öffentlichen Diskussion geprägt, die natürlich auch jedes junge Mädchen, was da befragt wird, mitbekommt und dann natürlich auch angibt, manchmal fühle ich mich schlecht, manchmal fühle ich mich gut, wenn ich diese Bilder sehe. Was viel wichtiger zu machen wäre, und das fehlt noch in der Forschung, welche Sehgewohnheiten entstehen denn dadurch? Vor allen Dingen mit Blick auf auch operierte Gesichter, noch nicht mal Schlankheit, sportliche Fitness, sondern Operationen, die ja offensichtlich auch da präsentiert werden. Die Sehgewohnheit ist so ein Gesicht, ein normales Gesicht von einem jungen Mädchen sieht so aus mit großen Lippen und etc., was man alles durch Operationen mittlerweile herstellt. Das ist ein vielleicht viel problematischer Punkt, der aber noch wenig untersucht ist. Damit belasse ich es auch mal. War schon ein etwas langes Eingangsstatement, sorry. Aber es ist gut, es hat viele Fragen beantwortet, die ich sonst noch gestellt hätte. Von daher vielen Dank. Und genau, dann kommen wir zum dritten im Bunde, Professor Dr. Matthias Kettemann. Er ist Forschungsprogrammleiter Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Herr Kettemann, welche Möglichkeiten der juristischen Regulierung für soziale Medien gibt es denn jetzt und welche sind momentan auch unterwegs und welche erscheinen Ihnen davon besonders sinnvoll? Vielen Dank. Die Probleme, mit denen wir fertig werden müssen, wurden jetzt angesprochen. Ich kann kurz dazu erzählen, was ich so tut und was ich tun sollte. Wir befinden uns in einer Umbruchszeit. Wir befinden uns deswegen in einer Umbruchszeit, weil weithin nun anerkannt ist, dass die Staaten die letzten Jahre zu wenig getan haben, um positive Reize zu setzen hinsichtlich der Plattformen. Die Plattformen konnten im Wesentlichen selbst regulieren. Das hat sich in manchen Bereichen als innovationsfördernd herausgestellt, hat aber auch dazu geführt, dass einige gesellschaftliche Werte nicht ausreichend gesichert wurden. Gesellschaftliche Werte einerseits und auch individuelle Freiheitssphären. Das heißt, individuelle Rechte und gesellschaftliche Werte sind beide durch Online-Kommunikation in Gefahr gekommen. Man soll aber auch jetzt gleich nicht vergessen, dass natürlich Online-Kommunikation auch enorm freiheitsfördernd sein kann, sich sehr, sehr positiv auswirken kann
Der Meme-Austausch über WhatsApp wurde angesprochen. Freut mich, dass das auch wertvoll ist. Ich habe gedacht, da verschwende ich manchmal meine Zeit, aber ich höre, das ist gut für den sozialen Kontaktaufbau. Nun, das Problem ist jetzt zweierlei. Einerseits, manche Staaten, ich denke das so an Ungarn, an Polen, an Russland, China sowieso, regulieren überschießend. Die kommen jetzt mit neuen Ideen, wie zum Beispiel, Plattformen sollen alles, was legal ist, online stellen müssen und sollen, so zum Beispiel neue polnische und ungarische Gesetzesvorhaben, sollen nicht mehr nach eigenen Regeln löschen dürfen. Das ist deswegen problematisch, weil ein sehr, sehr großer Teil der Online-Kommunikation, der gesellschaftlich fordernd und problematisch ist, gar nicht illegal ist. Zum Beispiel der größte Teil der Desinformation, vor der wir heute stehen, von Gerüchten, die geteilt werden, über vor allem Corona-bezogene Desinformation, ist nicht illegal. Das kann und darf und soll der Staat nicht verbieten. Das dürfen wir nicht vom Staat wünschen, dass der Staat das verbietet. Aber wir können Plattformen und wir müssen Plattformen stärker dazu auffordern, gegen derartige Inhalte vorzugehen. Nun ist es ein Problem, wenn Staaten den Plattformen dies verbieten würden. In Deutschland ist es aktuell so, da gibt es jetzt seit 3 Monaten ein paar schöne Urteile vom Bundesgerichtshof, die bestätigen, dass die Plattformen natürlich mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen eigene Regeln setzen dürfen, die auch die Online-Kommunikation stärker beschränken, als dies der Staat dürfte. Plattformen dürfen also mehr verbieten, mehr moderieren, mehr deamplifizieren, also verstecken, als das ein Staat dürfte. Nun gibt es dabei eine Grenze. Die Gerichte anerkennen, dass die Plattformen mächtige Akteure geworden sind, die nicht einfach tun und lassen können, was sie wollen, die nicht einfach löschen können, wen sie wollen. Der Bundesgerichtshof hat klare Regeln aufgestellt, aber Verfahrensregeln. Er hat gesagt, Plattformen müssen erstens bekannt geben, was ihre Regeln sind. Zweitens, sie müssen bekannt geben, nach welchen Regeln sie löschen. Vor kurzem hat jetzt das Landgericht Köln das angewandt und Bezug auf eine, auf 2 Videos der Aktion alles dicht machen, 2 derartige Videos wieder zu YouTube zur Wiederherstellung verpflichtet mit der Begründung, YouTube habe den Autorinnen nicht ausreichend klar gemacht, nach welchen Bestimmungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen sie gelöscht werden. Das heißt, die Gerichte schieben die Plattformen oder ziehen die Plattformen in Richtung mehr Rechtsstaatlichkeit. Sie müssen den bei Löschungen bekannt geben, nach welchen Kriterien die Entscheidung gefallen ist, und sie müssen eine Möglichkeit zum internen Rechtsweg vorsehen. Bei Accountsperren sogar ex ante, das heißt sogar bevor die Accountsperrung stattfindet, laut diesem Urteil des Bundesgerichtshofs. Das hat, soweit ich das überblicke, etwa im Fall von RT Deutschland nicht stattgefunden. Deswegen könnte man durchaus argumentieren, dass zumindest die Löschung, also die Accountsperre hier, mag sie auch inhaltlich kein grober Verlust für die Kommunikationsfreiheit sein, dennoch nicht den Bestimmungen des BGH-Urteils entsprochen hat. Wir bewegen uns also, und das ist das Ende meines Eingangsstatements, wir bewegen uns hin von einem lange als rechtsfreien Raum beschriebenen Internet zu einem immer stärker verrechtlichten Raum der Online-Kommunikation, wo die einzelnen Akteure, Staaten wie Plattformen anerkennen, dass klare Regeln, die auch durchgesetzt werden, nötig sind, um individuelle Freiheitsräume und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern. Die Online-Kommunikation im Kontext der Bundestagswahl hat gezeigt, dass hier sensibel reguliert werden kann. Es kam zu keinen großen Shitstorms zum Beispiel. Und in diese Richtung müssen wir weitergehen, unaufgeregt, konsequent und rechtsstaatlich abgesichert. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Kettemann. Dann vielleicht auch direkt die Nachfrage, welchen Stellenwert würden Sie denn da dem Digital Services Act zukommen lassen? Also es wird ja so ein bisschen gehandelt als das nächste große Ding in puncto Regulierung. Das ist das nächste große Ding. Das ist der Elefant, der auf dem Horizont steht. Ja, das war jetzt eine tolle Metapher. Der Digital Services Act, gekoppelt mit den Schwestergesetzen, dem Digital Markets Act, also dem Gesetzesakt über digitale Märkte, und dem Data Governance und dem AI Act, die alle zusammen, also diese 4 zusammen, werden sehr stark beeinflussen im nächsten Jahr
die Art und Weise, wie wir mit Online-Kommunikation umgehen. Und sie werden im Rahmen des Brüssel-Effekt genannten Phänomens global Einfluss haben, wie auch die DSGVO weltweit Einfluss hatte, die Staaten wie Unternehmen beeinflusst hat, werden diese Normen, besonders der Digital Services Act, werden die nächste Generation, die Plattformkommunikation beeinflussen. Und die gehen in die richtige Richtung, genauso wie auch die BGH-Urteile, nämlich nicht Regulierung der Inhalte, sondern Regulierung der Rahmenbedingungen. Mehr Transparenz, eine stärkere Accountability der Plattformen, mehr Zugriff der ForscherInnen auf die Daten der Plattformen, Öffnung der App-Stores, Öffnung der Algorithmen, Erklärungspflichten hinsichtlich algorithmischer Entscheidungen. In diese Richtung geht der DSA und das ist eine richtige Richtung. Jetzt müssen wir darauf achten, dass nicht da über die Hintertür Freiheitssphären ausgehebelt werden oder dass die Plattformen noch in letzter Minute sich selbst da raus, die schlimmsten Pflichten rausverhandeln. Wir haben im Vorhinein eine Frage von außen schon bekommen. Die stelle ich jetzt am Anfang mal an Sie, Herr Bruns, aber wenn die beiden anderen noch Anmerkungen haben, gerne auch dazu. Der Kontext war, dass Facebook und YouTube bzw. Google ja unter anderem Profile der Querdenkerbewegung gelöscht haben und es sollen jetzt auch keine Anzeigen mehr neben Inhalten geschaltet werden, die den Klimawandel leugnen. Und die Frage, warum machen die das? Was haben die als gewinnorientiertes Unternehmen davon, solche doch klickstarken Inhalte zu löschen? Und die weiterführende Frage, wohin das quasi führen soll. Also der Fragesteller fragt, ob irgendwann dann zum Beispiel auch droht, dass kritische Berichterstattung eine solche Beschneidung durch die Plattform erfährt. Ja, also zuerst mal würde ich sagen, bekommen Sie dadurch gute PR. Und das ist an sich schon mal sehr, sehr wichtig. Also vieles, was die größeren Plattformen machen, und ich würde da besonders Facebook hervorheben, da geht es in erster Linie darum, wirklich auch gute PR sich zu verschaffen und zu sagen, schaut mal, wir machen jetzt was gegen problematische Inhalte, welcher Art auch immer. Und wir zeigen also unsere Corporate Social Responsibility, unsere Verantwortung für die Zivilgesellschaft dadurch, dass wir eben solche eher problematischen Inhalte dann löschen oder zumindest weniger sichtbar machen. Die Frage für mich ist da ehrlich gesagt immer, ja, schön. Das mag teilweise ja auch zumindest aus der gesellschaftlichen Sicht gar nicht mal so schlecht sein. Nur wie weit wird das auch wirklich durchgezogen, wie lange bleibt das und wie willkürlich werden eben diese Inhalte herausgewählt? Also dass jetzt zum Beispiel die Inhalte von irgendwelchen Leuten, die eben falsche Informationen verbreiten, wiederholt verbreiten, wenn es besonders gelöscht werden, dass die Accounts vielleicht auch gesperrt werden, ist ja an sich schon durchaus wünschenswert aus meiner Sicht. Nur wie werden die halt ausgewählt, unter welchen Kriterien? Und wie weit ist das dann nur immer mal so ein kurzer Moment, in dem diese Leute dann vom Netz genommen werden, aus der Plattform entfernt werden, dann aber innerhalb von ein paar Stunden sich dann neue Accounts wieder aufsetzen und wieder auftauchen? Wie weit wird das eigentlich dann auch durchgezogen oder wie weit ist es nun wirklich nur mal kurz ein Exempel, dass das tätowiert wird? Und das ist für uns halt gerade von außen sehr, sehr schwer zu beobachten, zu beurteilen. Weil wir uns da wirklich auf die Pressemitteilungen von den größeren Plattformen verlassen müssen und weniger Zugang darauf haben, was eigentlich wirklich auf den Plattformen selbst passiert. Also wie die da zu sehen, wie die ausgewählt werden, wie lange sie auch wirklich von den Plattformen wegbleiben, wie weit diese Inhalte wieder neu reingestellt werden. Das ist von außen sehr, sehr schwer zu sehen, leider. Die Frage, wo das hinführen soll oder kann. Ich meine, wir hatten ja auch letztens über das Verhältnis von Facebook mit den traditionellen Medien in Australien gesprochen. Mhm. Da gab es ja auch schon eine Art Powerplay in Richtung der normalen Medien. Also ist das irgendwie ein Zeichen? Ja, also es ist einerseits natürlich ein Zeichen, welche Machtfülle die Plattformen haben darüber, was auf den Plattformen passiert und nicht passiert. Und gut, wenn die Maßnahmen immer im Sinne der AGBs getroffen werden, dann kann man sagen, gut, die Plattformen exerzieren halt nur durch, was sie schon gesagt haben in ihren AGBs. Aber teilweise ist es eben doch durchaus willkürlicher. Sie haben angesprochen, bei uns hier in Australien gab es eben den Fall vor einigen Monaten im Februar, dass bei der Einführung eines neuen Gesetzes, dass die Plattformen dazu verpflichten sollte, mehr an ihren Werbeeinnahmen an die größeren Medienhäuser weiterzuleiten. Bei der Einführung also dann Facebook gesagt hat, das wollen wir nicht mitmachen.
wir sperren jetzt ganz einfach mal die Weiterverbreitung jeglicher Arten von Nachrichten, Inhalten auf unserer Plattform. Man konnte also die großen, die Seiten der Medienhäuser in Australien oder auch international nicht mehr sehen. Die waren leer. Man konnte selbst keine Links mehr posten zu irgendwelchen Medieninhalten, Nachrichteninhalten. Und das zeigte eben dann ganz klar auf, welche Machtfülle eben Facebook hat und wie wenig da auch die australische Regierung oder irgendwer sonst dagegen tun kann. Wir haben noch eine Frage hier, die vielleicht an Sie ganz sinnvoll ist, Herr Kettemann. Wie sehen Sie die Debatten rund um eine mögliche Entflechtung der Plattformen, also allen voran Facebook und Google? Ja, das ist ein bisschen eine holzhammer Methode. Also Entflechtung klingt charmanter als Zerschlagung, aber auch das halte ich für wenig sinnvoll. Das Ergebnis wären dann einige etwas kleinere Plattformen, die dann, wenn sie erfolgreich sind oder die dann noch einen größeren Druck verspüren, erfolgreicher zu werden, was sie dazu verleiten würde, eher nicht gesellschaftliche Werte stärker zu integrieren in ihre interne Logik. Es ist schon klug, also als Drohszenario auf dem Horizont Kartellklagen zu haben. Das ist schon wichtig. Aber im Nachhinein sowas durchzuführen, ist in der Regel schlechter, als vorher eine gute Kontrolle zu haben. Also mein Vorschlag wäre, Kartellrecht ja, etwas besser anzuwenden, Kartellprüfungen auch mit Blick auf Datenschutzrecht, auf aufgebaute Datenberge besser durchzuführen, aber jetzt nicht im Nachhinein zu posen und PolitikerInnen, die gerade in Amerika, die lieben das dann, sich jetzt so suggerieren, also die Retter der Demokratie gegen die bösen Plattformen und jetzt zerschlagen wir sie und alles wird gut. Das ist es ja doch um einiges komplexer. Gescheiter und klüger ist es, die bestehenden Gesetzesvorhaben, wir haben sie angesprochen, mit Blick auf Transparenz, mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, vor allem auch hinsichtlich der internen Empfehlungsalgorithmen, die umzusetzen und dadurch den Plattformen ein bisschen die Zähne zu ziehen und sie vor allem unter eine stärkere gesellschaftliche Aufsicht zu führen. Eine der Varianten, über die wir schon gesprochen haben in der Debatte, ist auch, dass man etwa Plattformräte oder soziale Medienbeiräte verwendet, um die gesellschaftliche Rückbindung der Plattformentscheidungen und der internen Empfehlungslogiken stärker sicherzustellen. Ich meine, das führt ja schon fast zur Frage nach dem Facebook Oversight Board und der Frage, was bringt das eigentlich? Also ich glaube, das ist vielleicht eine Frage auch an alle, aber Sie haben ja gerade angefangen, Herr Kettemann, vielleicht möchten Sie mal den Anfang machen. Ja, es ist ein faszinierendes Experiment. Ich bin nicht ganz so glücklich, dass wir das so verkürzen und sagen, dass es nur, also es gibt natürlich viele andere Modelle als das Oversight Board. Die sind jetzt vorgeprescht und das Oversight Board ist im Wesentlichen ein ExpertInnen-Gremium von cleveren Menschen, die gute, sinnvolle Vorschläge machen, nämlich mehr algorithmische Transparenz, klarere Kommunikation über die Regeln, mehr Investment in lokale Reviewer. Das macht alles Sinn. Ja? Nur, wie wir jetzt von den Enthüllungen wissen, es ist jetzt nicht so, dass Facebook nicht wüsste, was sie besser machen könnten. Ne? Es war einfach nicht so der interne Druck da, das umzusetzen. Den müssen wir gesellschaftlich aufbauen. Da kann auch das beste Oversight Board nicht helfen. Dessen ungeachtet, nur weil es nicht perfekt ist, heißt nicht, dass wir es jetzt im Grunde und Boden kritisieren sollen. Es ist ein sinnvoller Ansatz, ein bisschen Druck aufzubauen, gute Ideen in die Plattform reinzugeben. Und ich habe noch keine Entscheidung des Oversight Boards gelesen, die nicht im Kern sinnvoll wäre. Ne? Denken Sie an den Trump-Fall. Klar, ne? Also Facebook soll die eigenen Regeln durchsetzen. Sie sollen nicht irgendwas erfinden, was sie nicht hatten. Und wenn Sie jetzt in 2 Jahren sich das nochmal anschauen, warum nicht? Ne? Das wird es nicht retten, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Es ist aber auch nicht die letzte Lösung. Gut, ich hätte noch eine Frage an Sie, Frau Krämer. Und zwar in der Debatte ist es, glaube ich, von Francis Haugen selbst gezogen worden, der Vergleich zwischen Facebook und der Tabakindustrie. Also, dass die eigentlich über die schlimmen Wirkungen ihres Produkts, sage ich mal, wissen, aber dass das eben zurückgehalten wird. Und jetzt aber in ihrem, nicht zurückgehalten wird, sondern dass auch ja im Sinne dieser Merchants of Doubt so eine künstliche Unsicherheit konstruiert werden soll. Jetzt haben Sie aber eben gesagt, es gibt wirklich in der Wissenschaft eine Unsicherheit, was jetzt wirklich die psychologischen Wirkungen betrifft.
Ja, genau. Wie kann man das vergleichen oder wie würden Sie das sehen? Ja, also generell gibt es natürlich immer eine Unsicherheit. Also insbesondere in dem Bereich Wohlbefinden gibt es keine Wahrheiten. Also da ist weder die Aussage richtig, die Plattformen führen zu mehr Wohlbefinden, noch ist die Aussage richtig, die Plattformen führen zu weniger Wohlbefinden. In der Psychologie, ich habe ja gerade wieder Erstsemester vor mir sitzen, ist das geflügelte Wort eigentlich immer, es kommt drauf an. Also es kommt auch vor allen Dingen gerade bei diesen hier auf junge Mädchen beschriebenen potenziellen schädlichen Wirkungen, das hatte ich ja eben schon dargestellt, es kommt sehr auf das Individuum an. Und was man vielleicht auch sagen muss, es wird seit Jahrzehnten eigentlich immer wieder in der Medienpsychologie dargestellt, jetzt kommt ein neues Medium, alles wird böse, die Welt wird schlechter, der Untergang des Abendlandes ist nah. Also das machen wir seit 100 Jahren durch, egal welches neue Medium kommt. Und da ist natürlich irgendwie so ein gewisser Kulturpessimismus, der immer angebracht wird nach dem Motto, Gott, die Welt wird schlecht. Der ist natürlich auch völlig übertrieben. Also das Abendland geht nicht unter und nicht jedes Mädchen wird magersüchtig, nur weil es auf Instagram Bilder sieht, die schlanke Mädchen zeigen. Da haben wir in der Werbeindustrie schon seit Jahrzehnten ebenfalls schlimme Bilder, schlimme Vorbilder. Also vor dem Hintergrund muss man da genau hinschauen. Was man aber weiß, ist, wie die Mechanismen funktionieren und die funktionieren überhaupt kein bisschen anders, wenn man schlanke Mädchen auf Instagram ansieht im Vergleich schlanke Mädchen im eigenen Dorf, in Werbeanzeigen etc. Und der Mechanismus ist eben tatsächlich so, dass man weiß, für manche ist diese Betrachtung völlig unbedeutend, die sich in ihrem eigenen Körper wohlfühlen. Und das können auch die sein, die ein paar Kilo zu viel haben, die sagen, ich fühle mich gut so und ich muss nicht der ganzen Sache hinterherlaufen. Es gibt aber auch diejenigen, und das ist natürlich gerade bei jungen Mädchen bis eigentlich Mitte 20 so, dass die natürlich auf der Suche sind und die für die sozialer Vergleich tendenziell wichtiger ist als für ältere Altersgruppen. Das ist auch sehr gut bekannt und für die Gruppe gilt eben, dass es eine wahrscheinlich relativ große Anzahl an Mädchen gibt, die auf der Suche nach Orientierung sind und gleichzeitig eben nicht so einen gefestigten Selbstwert haben, dass sie mit den Schultern zucken können und sagen können, und wenn die alle schöner sind als ich, ist für mich kein Problem. Vor dem Hintergrund muss man natürlich aufpassen. Mir fällt es aber zum Beispiel auch schwer, in Bezug auf Regulierung mir vorzustellen, wie das aussehen könnte. Denn das Problem ist nicht per se das Medium, sondern die psychologischen Mechanismen und auch die Tatsache, dass da natürlich auch viele Mädchen sind, die berechtigterweise den Anspruch auch haben, sich dort darstellen zu wollen, die daraus auch ein gewisses Wohlbefinden ziehen. Also das Verbot oder also mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, wie Regulierungen aussehen könnten. Also soll man Mädchen verbieten, sich darzustellen? Dass diese Art der Kommunikation über diese Plattformen, der wird nicht mehr aus der Welt kommen. Diese Art der Kommunikation wird, selbst wenn Facebook, Instagram zerschlagen, geschlossen, sonst was würden, es würden sich andere Kanäle finden. Da bestimmte sozialpsychologisch auch bekannte Bedürfnisse, Beziehungen pflegen, kommunizieren, sich selbst darstellen, die werden befriedigt dadurch und das wird durch selbst ein vollständiges Verbot von Instagram nicht wieder weggehen. Was man aus meiner Sicht am ehesten machen kann, ist eigentlich eher gesellschaftswissenschaftlich zu wirken, indem junge Mädchen gestärkt werden in ihrer eigenen Art und Weise. Das wird zum Teil auch versucht, innerhalb der Communities zu machen, also so Body Positivity Bewegungen, die sagen, lauft nicht irgendwelchen Schlankheitsidealen hinterher, jeder ist toll, so wie er sich fühlt. Das kommt ja auch aus dem Netz heraus, also wohlgemeint nicht von Facebook, sondern von Communities, die sagen, da müssen wir doch irgendwie gegen diese Ideale, die da scheinbar proklamiert werden, ankämpfen. Und das zeigt auf der anderen Seite auch wieder,
Das Problem, dass sich so eine Sichtweise verfestigt, ist ja nicht allein ein Problem der Plattform von Instagram, von Facebook. Die haben das ja nicht erfunden, sondern das sind Menschen, die dahinter stehen. Menschen, die sich positiv zeigen wollen, Menschen, die das dann wahrnehmen. Und nur Menschen können, und zwar große Gruppen von Menschen, können das auch wieder bekämpfen. Zum Beispiel durch Bewegungen, die aus dem Netz heraus entstehen und Body Positivity proklamieren, zum Beispiel. Und das ist vielleicht etwas, was gestärkt werden kann. Ich meine, Facebook hat ja selber eigentlich schon gezeigt, was sie für die für sich sinnvollen Schritte halten. Also sie haben halt ihre Altersbeschränkungen und dann haben sie ja jetzt letztens versprochen, diese komischen Take-a-Break-Funktionen, wenn man zu lange da ist, bekommt man halt irgendwie eine Nachricht, pass doch mal auf, dass du hier so lange auf Instagram rumbraust. Und irgendwie, wenn man häufiger problematische Sachen anguckt, dann wird man darauf hingewiesen. Also ich entnehme Ihren Mienen schon, dass Sie trotz aller Schwierigkeit der Regulierung das nicht für ausreichend halten. Ist das richtig? Naja, Menschen, die das Bedürfnis haben, sich zu vergleichen oder sich darzustellen, werden das relativ einfach umgehen. Also es ist ja auch im Gespräch, eine Instagram für Kinder zu machen, in dem dann darauf geachtet wird, was da für Inhalte zu sehen sind. Das wird umgangen. Also, und man kann ja letztlich auch, das ist nochmal eine andere Problematik, die man auch im Sinne der Kinderrechte kritisch diskutieren muss. Da wird ja auch diskutiert, am besten, beziehungsweise Kinder dürfen ja an bestimmten Plattformen gar nicht teilhaben. Aber das wird auch umgangen und es ist eben auch tatsächlich ethisch problematisch zu sagen, okay, du darfst an diesem wichtigen Teil der Gesellschaft nicht teilnehmen. Du bist nicht mündig genug, du bist noch nicht reif genug. Das ist, kann man ebenfalls als hochproblematisch sehen. Aus psychologischer Sicht sehen wir nur vor allen Dingen, die nutzen das halt trotzdem und finden Wege. Und so ein Warnhinweis kann im Bereich der Falschnachrichten aus meiner Sicht mehr bringen als in diesen Bereichen, wo es gar nicht über diesen rationalen Weg geht. Also da geht es ja gar nicht darüber, dass die Leute sagen, oh stimmt, ich war zu lange hier. Sondern es geht darum, dass man auch schon in 10 Minuten Betrachtung, wenn man immer wieder die gleichen Gesichter sieht, einfach das Bild erhält, so sieht man nun mal aus, wenn man 23 ist. Und da hilft ein Hinweis, jetzt warst du schon 10 Minuten hier, geh mal weg, aus meiner Sicht nicht wirklich. Ja. Da kommt direkt von außen die Nachfrage zu, ob es dann nicht eine Lösung sein könnte, mit einer massiven Förderung von Medienkompetenz innerhalb des Schulunterrichts einzusteigen, was übrigens ja auch bei Desinformation eine mögliche Lösungspräsentation war, also vielleicht generell nicht so eine verkehrte Idee. Frau Krämer vielleicht direkt und dann Herr Kettemann. Ja, ganz kurz. Das hatte ich ja eben auch schon angedeutet, dass es sicherlich auch eine gute Idee ist, gesamtgesellschaftlich Medienkompetenz zu stärken, wobei ich eben weniger Medienkompetenz meinte, sondern tatsächlich den Selbstwert, dass man sozusagen was entgegenzusetzen hat, wenn man bombardiert wird mit diesen ganzen positiven Selbstdarstellungen. Das kann natürlich die Schule nicht lösen. Also das kann nur eine gesamte Gesellschaft und die Elternhäuser lösen, wobei natürlich die Frage ist, was soll auch da noch aufoktroyiert werden, was alles gelöst werden muss. Aber Medienkompetenz, also sich vor Augen zu führen, das sind retuschierte Bilder, es ist ein kleiner Teil, der große Mengen produziert. Wozu führt es, wenn ich mich daran orientiere? Das kann natürlich hilfreich sein. Herr Kettemann noch, Sie hatten sich gemeldet. Ja, also meine Schwester ist Lehrerin, ne, und die kriegt immer einen Ausschlag, ne, wenn es wieder heißt, ja, das muss alles die Schule machen. Ne? Ja, also ich bin, also wir haben gerade vor kurzem eine Analyse des deutschen Internets fertiggestellt, unser wie geht's dem Internet.de, und da fordern wir auch mehr Medienkompetenz in den Schulen. Nur das Problem ist, die Probleme sind ja vielfältig. Und wir denken, dass schon es legitim ist, die Plattformen stärker unter Druck zu setzen, etwa durch die angesprochenen Offenlegungspflichten hinsichtlich der Empfehlungsalgorithmen, so wie sie im DSA drinnen stehen. Da steht eben drinnen, Plattformen müssen im Kern bekannt geben, woraufhin sie ihre Algorithmen optimieren. Ne? Also was ist dann das Ziel? Ne? Und zumindest, dass das mal veröffentlicht werden muss, ist schon mal ein guter erster Schritt, weil bisher mussten das die WissenschaftlerInnen versuchen zu rekonstruieren. Das ging nicht immer ganz einfach. Nur als Beispiel, sollte jetzt herauskommen, ne? Das würde nicht kommen, aber sollte herauskommen, dass sie optimieren auf möglichst lange Verweildauer, wie er die letzten Jahre offensichtlich stattgefunden hat, würde das zu einem gesellschaftlichen Diskurs geradezu herausfordern.
Und eine zweite Sache, die mir noch wichtig ist, in der Tat ist es so, dass jeder Medienwandel wird von verschiedenen Teilen der Gesellschaft problematisch gesehen. Es gibt irgendwie, ich erinnere mich in der Schule noch irgendwie eine griechische Quelle, wo drin gestanden ist, ja, die Welt geht unter, weil jetzt die Leute schreiben alles nieder und die orale Tradition vergeht. Ich glaube, ich hab mehr Vertrauen vielleicht in die Jugend, weil ich mich nicht so viel mit Psychologie beschäftige, aber ich finde, dass wenn wir zum Beispiel mit Schulen über Influencer Desinformation sprechen, haben die jungen Menschen oft ein besseres Sensorium als die Generation 40 plus. Ne? Auch die ersten, also empirische Untersuchungen, die wir machen, belegen, dass die zentralen Desinformationsschwämme sind jetzt nicht die jungen Leute, sondern das sind so die uncharmant ausgedruckt, die Facebook-Gruppen der jungen Oma aus der Nachbarschaft. Ne? Das ist eine Herausforderung. Das heißt, ja, Bildung, okay, aber wenn, dann auch in allen Teilen der Bildungsbiografie. Und diese Gruppen sind nicht so einfach zu erreichen außerhalb des formalen Schulbereichs. Das heißt, da müssen wir uns nochmal, glaube ich, gesellschaftlich überlegen, was wir da tun können. Und vor allem müssen wir auch die Organe, deren Inhalte erst dann verbreitet werden, stärker in den Blick nehmen. Ne? Also die etwa, weil Desinformation angesprochen wurde, die Gruppen, die wirklich Desinformation streuen. Ne? Auch das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, weil es ist ja nicht so, dass die im luftleeren Raum existieren. Ne? Das heißt, die sprechen natürlich immer Sorgen und Wünsche der Menschen an, ne? Die in Corona-Zeiten einfach ein diffuses Gefühl der Unsicherheit haben, die einfach nicht gewohnt sind, dass der Staaten so stark agieren und beeinflussen, wie wir Tag für Tag handeln und Entscheidungen treffen. Das heißt, die Staaten müssen auch, also der Staat muss gefordert werden, die Autoritäten müssen gefordert werden, besser zu erklären, was sie tun, legitime Entscheidungen zu treffen, zu begründen. Ne? Genauso wie auch die Plattformen. Auch die dürfen nicht einfach löschen, was sie wollen. Genauso sollten auch die Gebietskörperschaften und der Staat, die müssen besser erklären, was sie tun und besser legitimieren, was sie tun. Denn wenn man überzeugt ist von der Sinnhaftigkeit einer Entscheidung, von der Sinnhaftigkeit einer Regel, dann wird man sich auch eher an die halten. Ne? Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wird nicht von heute auf morgen umzusetzen zu sein, aber das in den Blick zu nehmen, das kann nur gut tun dem deutschen Internet. Herr Bruns, Sie hatten sich noch gemeldet, wollen Sie noch kurz? Oder? Ja, um noch ganz kurz einzuhaken, also ich stimme da den Vorrednern komplett zu, die Medienkompetenz selbst ist natürlich ein allgemeines Problem, nicht einfach eins, das sich auf eine bestimmte Altersgruppe beschränken lässt. Und um da auch nochmal zurückzukommen auf was Frau Kemmer gesagt hat, ja, bei jedem neuen Medium gibt es eigentlich diese Art von moraler Panik, also Moralpanik, die dann aufkommt, wo eben die Leute, die noch nicht so gut damit umgehen können, dann sich sorgen darum, was eigentlich die anderen da so machen. Das ist nichts Neues. Und wie Herr Kettemann gesagt hat, ja, das geht zurück bis auf die Erfindung des Alphabets und der Rhetorik, also Demosthenes war, glaube ich, der Grieche, an den Sie ja gedacht haben. Und das Problem ist allerdings, dass bei jedem neuen Medium, das aufkommt, immer so, sage ich mal, 5 bis 10 Jahre eben die Nutzung und die Kompetenz sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen den Bevölkerungsgruppen. Und das kann eben sehr, sehr gut dann missbraucht werden von Leuten, die sowas missbrauchen wollen, um eben ihre Inhalte besonders zu verbreiten, um eben bestimmte Teile der Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Das hat man zum Beispiel gesehen in den 20er und 30er Jahren bei der Nutzung des Radios durch die Faschisten. Das hat man gesehen mit dem Aufkommen des Fernsehens, wo dann plötzlich sehr viel mehr populistische und telegene Köpfe Politiker wurden. Das hat man gesehen mit dem Aufkommen von Kabel-TV. Das hat man bei jedem neuen Medium wieder gesehen. Wir sind jetzt halt gerade in der Phase, wo das vorkommt mit der Nutzung von sozialen Medien. Und es wird einige Zeit brauchen, bis sich die Medienkompetenz dann wieder so ein bisschen ausbalanciert und in der gesamten Bevölkerung die notwendige Medienkompetenz dann da ist, dass eben auch wirklich die einzelnen Bevölkerungsgruppen, die eben noch nicht so viel damit zu tun haben, nicht ungemaß beeinflusst werden können durch Propaganda, durch Falschinformationen, durch andere Beeinflussung. Gut, ich habe noch zwei Fragen, die ich vor den Abschlussfragen noch ganz schnell loswerden wollen würde. Eine an Sie, Herr Kettemann, noch hier von außen. Sie haben die Hintertüren angesprochen, die Ziele des Digital Service Act aufweichen könnten, Services, und die es zu verhindern gilt, damit der DSA auch wirklich was bringt. Können Sie da vielleicht kurz ein paar Beispiele nennen? Ja, gerne. Also die Plattformen, die möchten natürlich eher nicht kontrolliert werden. Klar, sind ja auch nur Unternehmen.
Das heißt, was man so hört, ist, dass gerade gelobbyt wird dagegen, eine starke europäische Plattformaufsicht zu installieren. Das wäre ja ein Modell, wie man den Digital Services Act überwachen kann. Die haben natürlich, die Plattformen würden natürlich schätzen, wenn weiterhin die zahnlosen nationalen Behörden, hier denke ich vor allem an die irische, die doch einigermaßen zahnlos ist, verantwortlich ist. Also das wäre eine Perspektive, wo wir darauf achten sollten, dass hier die Institutionen, die da kommen, mit Zähnen ausgestattet sind. Das andere ist, dass zurzeit noch vorgesehen ist, dass die Plattformen selbst organisieren können, die Audits ihrer internen Regeln und ihrer internen algorithmischen Governance-Strukturen auf gesellschaftliche Gefährdungspotenziale. Das kann darauf hinauslaufen, dass das einfach, weiß nicht, McKinsey gegeben wird und die schreiben dann kurz was. Halte ich für schwierig. Ich denke, sowas sollte auch externalisiert werden, sollte eine Plattformaufsicht machen und die sollte es dann vergeben, ausschreiben an ein europäisches Konsortium von WissenschaftlerInnen. Auch aufgeweicht werden könnte der Zugang zu den Daten für die ForscherInnen. Das ist noch nicht gesichert, dass das kommt. Etwas mit Sorgen sehe ich auch die Versuche einzelner Staaten, nationale Gesetze zu verstetigen. Das betrifft etwa das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, das betrifft das Kommunikationsplattformgesetz in Österreich, das betrifft polnisch-ungarische Gesetzesvorhaben. Da müssen wir im Auge behalten, dass das europäische Recht nicht durch nationale Alleingänge, ausgehebelt ist schwierig, weil die schon bestehen, aber unterwandert wird, sagen wir es so, gerade weil jetzt die nationalen Gerichte in Polen und andersweise auch in Deutschland das Verhältnis von europäischem Recht und nationalem Recht etwas, sagen wir, kontroverser sehen. Das wären jetzt off the cuff mal die ersten Probleme, die ich sehe. Perfekt, danke. Und noch eine Frage ganz kurz an Sie, Herr Bruns. Tut mir leid, dass Sie jetzt sehr wenig Screentime für eine eigentlich wichtige Frage bekommen, aber vielleicht können Sie es trotzdem kurz halten, ob Sie vielleicht ein paar Insights haben, wie der Entscheidungsprozess bei Facebook eigentlich abläuft. Also welchen Stellenwert jetzt wirklich solche Ergebnisse der Forschung dann haben? Entscheiden dann die Forscher irgendwas oder machen das irgendwelche Techniker, die das Engagement maximieren sollen? Oder steht da am Ende Zuckerberg und sagt, er will es nicht? Ja, schön, schön, noch so eine einfache Frage am Ende zu bekommen. Also erstmal muss man sagen, dass Facebook natürlich ein recht komplexer Betrieb ist, dass es da viele Gruppen gibt, die unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Historien auch haben innerhalb des Konzerns selbst und auch gegeneinander arbeiten. Also man hat das zum Beispiel ganz besonders gesehen beim Streit innerhalb von Facebook um die Rolle von CrowdTangle, was ja die aktuell immer noch die wichtigste Datenzugriffsplattform ist, die Facebook betreibt, sowohl für Industrie als auch für Forscher. Das ist ein Unternehmen, was erst angekauft wurde von Facebook 2016, was dann mehr oder weniger stark integriert wurde in den Facebook-Betrieb, aber immer noch recht eigenständig gearbeitet hat, auch eigenständig auf Forscher zugegangen ist und uns es ermöglicht hat eben auch Daten in bestimmten Umfang von Facebook zu bekommen. Aber je mehr dann auch kritische Forschung damit betrieben wurde, wurde das dann von anderen Bereichen innerhalb von Facebook aufgegriffen und gesagt, aha, ja, das ist ja jetzt nicht so toll, wenn wir diesen Forschern dann auch die Daten geben, dass sie uns da kritisieren können. Und mehr wurde dann halt innerhalb von anderen Bereichen von Facebook gesagt, na, das sollten wir hier ein bisschen zusammenkürzen und vielleicht dann auch ganz lassen. Und man hat über die letzten paar Wochen, ein, zwei Monate jetzt gesehen, dass viele der Originalleute von CrowdTangle eben Facebook verlassen haben oder in andere Bereiche von Facebook gegangen sind. Da kann man schon ganz klar sehen, dass es also innerhalb von Facebook einiges an Konflikten auch gibt. Am Ende muss man aber, denke ich, auch immer noch sagen, dass alles mit Mark Zuckerberg anfängt und aufhört. Also wenn es eben dann erstmal auf seine Ebene hochgetragen wird, was vieles offenbar auch wird, selbst wenn es eher kleinere Probleme sind, dann ist es er, der am Ende entscheidet und nicht unbedingt immer entscheidet auf der Tatsachengrundlage, sondern nach seiner eigenen Schnauze. Und das kann leider dann dazu führen, dass eben sehr wichtige Entscheidungen doch eher aus dem Bauchgefühl von Mark Zuckerberg heraus getroffen werden und nicht unbedingt im Interesse der Nutzer oder auch der Firma Facebook am Ende. Dann hätte ich jetzt noch kurz die Abschlussstatements. Da würde ich Ihnen allen gerne die gleiche Frage stellen. Ich würde mit Ihnen anfangen, Frau Krämer. Und zwar, was halten Sie denn jetzt in dieser Debatte für am wichtigsten und was müsste jetzt an Regulierung passieren in puncto soziale Medien?
Ja, also ich hatte in meinem Eingangsstatement ja schon gesagt, dass ich Regulierung insbesondere mit Blick auf solche Aspekte wie Hate Speech und Falschinformationen für wichtig halte. Da haben wir uns auch schon eben, wie gesagt, in Einklang mit den juristischen Fachleuten, und ich kann mich dem anschließen, was Herr Kettemann eben sagte, auch schon vor Jahren festgelegt, dass es Regulierung im gesetzlich oder entlang der Gesetze braucht, um eben auch aus psychologischer Sicht es hinzukriegen, dass Dinge, die ohnehin gesetzlich in Deutschland verboten sind, möglichst schnell auch dann aus dem Netz zu entfernen. In Bezug auf die psychologischen Wirkungen, zum Beispiel was jetzt Instagram-Bilder, die potenzielle Gefährdung junger Frauen angeht, hatte ich eben auch schon gesagt, fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie eine Regulierung aussehen soll und die vorgeschlagenen Regularien, Kinder auszuschließen, von der Plattform eine eigene Plattform zu bieten oder Warnhinweise zu senden, ist in diesem Zusammenhang psychologisch voraussichtlich weniger wirksam, als das auch wiederum in diesen Bereichen Hate Speech oder Falschinformationen ist. Von daher kann man da nur gesamtgesellschaftlich wirken, auch in den Schulen, auch in den Elternhäusern, vielleicht nicht alleine, auch in der öffentlichen Berichterstattung, um da zu sensibilisieren und ja, einfach jungen Mädchen an anderer Stelle noch Rückhalt zu geben, sozusagen. Vielen Dank, Frau Krämer. Dann Herr Kettemann, an Sie die gleiche Frage. Was halten Sie für am wichtigsten? Was muss jetzt an Regulierung passieren? Ich halte für am wichtigsten, dass sich die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit in allen Bereichen der Gesellschaft durchsetzen. Das heißt, die Plattformen müssen sich an Recht halten. Sie müssen klar machen, wonach sie löschen. Sie müssen den Leuten bekannt geben, warum sie löschen und wie sie sich dagegen wehren können. Das entschärft dann das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber diesen Plattformentscheidungen. Genauso wie die Erklärung der Staaten über etwa Corona-Maßnahmen das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber staatlichen Maßnahmen entschärft. Wenn man Gründe hat, warum das geschieht, dann kann man diese Gründe entweder kritisieren, aber sie sind zumindest da und man kann sie also besser verstehen. Das heißt, mein Ruf ist für mehr Rechtsstaatlichkeit, zumindest einmal als wichtiger Zwischenschritt hin zu einer besseren Online-Kommunikation. Inhalte werden wir in näherer Zukunft nicht, wollen wir nicht stärker regulieren. Das soll nicht den Freiheitsraum der Online-Kommunikation gefährden. Also mehr Rahmenpflichten. Und dann nochmal die gleiche Frage an Sie, Herr Bohns. Also auch wenn ich da jetzt vielleicht ein wenig eigennützig klingen mag, ich denke, was vor allem wichtig ist, ist die Überprüfung der Aktivitäten der Maßnahmen, die die Plattformen selbst auch unternehmen, um eben bestimmte Probleme und bestimmte Dinge, die angesprochen wurden, hier schon zu regulieren bzw. einzudämmen oder anders laufen zu lassen. Und was uns da halt ganz besonders fehlt, sind die Daten. Also da für die Forschung, für die gemeinnützige und unabhängige Forschung die Daten einzufordern, die es uns erlauben, zu überprüfen, ob die Maßnahmen, die Facebook, Twitter und andere Plattformen zum Beispiel ergreifen gegen Falschinformationen, ob die auch wirklich greifen und wie weit die dann auch längerfristig weiterverfolgt und durchgesetzt werden. Ob die Maßnahmen gegen den Missbrauch von Daten, problematischen Werbeaktionen auf diesen Plattformen, was auch immer man da nehmen und nennen will, ob die auch wirklich greifen, ob die auch wirklich weiter längerfristig durchgeführt werden. Dazu muss man eben von außen überprüfen können, was die Plattformen einfach machen. Und das ist im Augenblick einfach nicht gegeben. Und da denke ich, muss noch sehr viel mehr gemacht werden, dass eben die unabhängige Forschung auch wirklich sehen kann, was nun wirklich die Probleme sind auf diesem Punkt. Sehr gut. Gut, dann ist die Zeit jetzt auch wieder rum. Wir haben ein bisschen überzogen auch sogar. Erstmal vielen Dank an Sie da draußen, die Kolleginnen und Kollegen, und vielen Dank auch für die Fragen. Und natürlich insbesondere vielen Dank an Sie, Frau Krämer, Herr Kettemann, Herr Bruns.
Genau, und heute werden wir die Aufzeichnung auch so schnell wie möglich bereitstellen. Die können Sie dann über unsere Homepage aufrufen. Vermutlich morgen wird es auch ein Transkript dazu geben. Und falls Sie einen Audiomitschnitt oder Videoaufschnitt der Veranstaltung wollen, dann können Sie uns gerne schreiben an redaktion@sciencemediacenter.de. Dann schicken wir Ihnen das alles zu. Ja, dann hoffe ich noch, dass es für Sie alle auch so informativ war wie für mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und auf Wiedersehen.